Liebe Genossinnen und Genossen, erstmal freue ich mich sehr, euch hier begrüßen zu können. Und ich will euch sagen, es ist mir wirklich eine besondere Freude, weil Templin meine Heimatstadt ist. Und das letzte Mal, als ich in diesem Saal war, habe ich hier meinen Abiball gefeiert. Und jetzt als Vorsitzender der Mandatsprüfungskommission den Bericht zu halten, ist mir eine besondere Freude. Eines vielleicht vorab. Ihr seht, das ist nicht Renate Felo, sondern Jacqueline Berlin. Aber ich finde, wir sollten an dieser Stelle einen großen Applaus für Renate Felo, die 20 Jahre Delegierte unseres Parteitages war und auch als Mandatsprüfungskommission eine Arbeit geleistet hat. Und jetzt übergebe ich an die bezaubernde Jacqueline. Danke, Moritz. Ich werde gleich ernsthaft, wir kommen jetzt mal zur Arbeit. Liebe Delegierte, liebe Gäste, für die erste Tagung des 5. Landesparteitages der Linken in Brandenburg wurden 137 Mandate durch den Landesvorstand der Linken Brandenburg beschlossen. 137 Delegierte wurden bisher gewählt. Von den gewählten Delegierten sind 3 Gastmitglieder der Partei Die Linke. Die Mandatsprüfungskommission hat die Anwesenheitsliste ausgewertet. Um 12.10 Uhr hatten sich 129 Delegierte angemeldet. Das sind 94,1% der gewählten Delegierten. Die anderen 8 Delegierten fehlen entschuldigt. Das ist ein Applaus wert, oder? Und damit ist der Landesparteitag beschlussfähig. Von den anwesenden Delegierten sind 67 Frauen, das macht 52%. 62 Männer, demzufolge 48%. Und von den anwesenden Delegierten sind noch 3 Delegierte Gastmitglieder der Linken. Aufgrund der Sonderregelung der Bundessatzung § 5 Absatz 4 in Verbindung mit § 11 für Delegierte der Linksjugend zur Lied haben 2 der Gastmitglieder Wahlrecht. Okay, damit kommen wir zum inoffiziellen Teil und ich bitte nach vorne, oder die Mandatsprüfungskommission bittet nach vorne, die Genossin Sandra Seifer, den Genossen Felix Thier, den Genossen Hannes Gansko und die Genossin Annemarie Kersten. Einmal bitte nach vorne. Wir haben da was vorbereitet. Ist denn Hannes zu sehen? Okay, aber Annemarie ist auf jeden Fall da. So, liebe Genossinnen und Genossen, wir gucken uns die Delegiertenlisten immer ganz genau an und wir haben geschaut, welcher Kreisverband der jüngste ist und es hat glücklicherweise eine Kindergärtnerin erwischt und liebe Sandra, du bekommst von uns Babyfeuchttücher. Und zwar in umfassender Zahl, damit du sowohl im Beruf als auch im Kreisverband entsprechend wirken kannst. Lieber Felix, auch wenn man es dir in Person vielleicht nicht ansieht, aber ganz knapp, allerdings nur um ein halbes Jahr, habt ihr die älteste Delegation des Kreisverbandes, deswegen bekommt ihr Kräuterheilbäder und derer 3 Stück. So, ist denn der Genosse Gansko schon zu sehen? Nee, der ist noch nicht zu sehen. Hannes Gansko aus Potsdam-Mittelmark bekommt dann sein Geschenk später, ist mit 16 Jahren der jüngste Delegierte. Und ein Applaus für Annemarie Kersten mit 80 Jahren, die älteste Delegierte. Und du bekommst natürlich anständig. Du bekommst natürlich anständig etwas Rotkäppchen und die größeren Einlagen, die üben Jacqueline und ich heute Abend noch. Wir bitten um Zustimmung zu diesem Bericht. Vielen Dank. Der linken Partei und zum ersten Mal werde ich gewürdigt.